wie geht's euch? Jetzt machen wir Lektion 6 weiter. Okay? Hier, die Wortschatz. Der Computerraum, der Musikraum, der Unterricht. Das Gymnasium, das Sprachlabor. Okay. Die Bibliothek, die Cafeteria, die Schwimmhalle, die Turnhalle. Okay, die Verben, die wichtigen Verben. Bringen, zeigen, suchen, wollen. Okay, und jetzt eine Schule stellt sich vor. Wie kann die Schule sich vorstellen? Dann schauen wir mal. Wie heißt diese Schule? Die Schule heißt die Elisabeth-Schule. Wo liegt sie? Sie liegt in Nürnberg. Okay, das ist die Elisabeth-Schule in der Hallerstraße in Nürnberg. Das ist der Name und die Adresse. Okay? Die Elisabeth-Schule ist ein Gymnasium. 770 Schüler und Schülerinnen zwischen 10 und 18 besuchen diese Schule. Es gibt insgesamt 28 Klassen. Unterricht ist jeden Tag von 8.05 Uhr bis 15.30 Uhr. Okay? Die Schule ist sehr modern. Es gibt einen Computerraum, ein Sprachlabor, eine Bibliothek, zwei Sporthallen und eine Cafeteria. Und es gibt natürlich auch eine Mensa. Hier essen die Schüler und Schülerinnen zu Mittag. Ein Essen kostet 3,20 Euro. Okay, jetzt habe ich einige Fragen. Lies und ergänze die Zeilennummern zu den Stichworten. Ich habe hier auch Stichworte. Schule, Name und Adresse. Und das finden wir in Zeile 1 und 2. Okay? Schüler. Eine Bestell an E, wie kostet der Schüler? Anzahl und Alter. Anzahl, Adat und Alter. Wie oder wo finde ich diese Stichworte? Wo? Hier in Zeile 4 und 5. Hier 770 Schüler, das ist die Anzahl und Schülerinnen. Zwischen 10 und 18. Hier ist der Alter. So, Nummer 4 und 5, Zeile 4 und 5, spricht über die Anzahl und die Alter. Okay? Unterrichtszeiten. Ja, Zeile 8 und 9. Unterrichtszeiten, ja nicht Mawaid al-Hisab 3. Fin, warum ich da? Hier. Unterricht ist jeden Tag von 8.05 Uhr bis 15.30 Uhr. Okay? Tamam. Räume in der Schule. يعني الحجرات أو الكلاسز اللي موجودة في الشولة. بيتكلم عليها في welche Zeit? Ja, 11 und 12. Hier. Es gibt einen Computerraum, ein Sprachlabor, eine Bibliothek, zwei Sporthallen und eine Cafeteria. Essen in der Schule. Wo sprecht ihr hier über das Essen? Wo? In welcher Zeile? Ja, in Zeile 15 und 16. Hier essen die Schüler und Schülerinnen zum Mittag. Ein Essen kostet 3,20 Euro. Super. Weiter. Hier lernen wir die Grammatik. Imperativ. Was bedeutet Imperativ? Imperativ bedeutet Imperativ. Okay, zum Beispiel Verb zeigen. عايز أقول لحد اعرض لي الحالة. طب الحد ده هيبقى مفرد. Singular. والسينجولار ده هيبقى مخاطب قدامي. يعني هعمل معاملة دو. Richtig? طيب دو. أما أجي أصرف معاها الفيرب بصرفه في آخره إس تي. طب في الإمبراتيف هعمل إيه؟ ها؟ لوش إيش؟ إس تي وند دو. زو ها؟ شرايبي إيش؟ نور دات فيرب شتاب. اوكي سايك هير او زوخن بس بدويت زوخن يعني يبحث زوخ
هولن هولن يعني جبلي هول برينجن برينجن also bedeutet na hole bring okay jetzt schreibe ich verschiedene Beispiele über diesen Regel Maria bring mir das Buch Maria ich spreche jetzt na mit Maria so na Maria bring mir das Buch دين الكتاب طب ما هي ماريا دي دو صح يعني المفروض اقول bring است دو طب انا هنا عشان ده امبراتيف هامرها بحاجه فهشيل الاس تي وهشيل دو اوكي فايتر سانك سايك توماس دين تاشن ريشنر وريه يا سانك وري توماس لو سمحت تاشن ريشنر الاله الحاسبه وريها له او جيبها له طيب المفروض سايك است دو يبقى شلنا الاس تي شلنا دو تمام اللي بعده زوخ دي مابل بيتر زوخ دي مابل المفروض زوخ استدو دي مابل لكن احنا عندنا هنا امبراتيف في كوما اهو يبقى هنا هنقول زوخ ونلاحظ ان الفيرب لما بنيجي نكتبه ها في اول الزاتس بتاعتي نكتب ايه؟ الارست بوخ شتاب غوص اوكي؟ هنا القاعده اهي امبراتيف زوم بايشبيل برينجن دو برينجست ها اعمل ايه؟ اشيل دو شيل اس تي زو شرايب ايش برينج تمام اي بون موريتس زول الس ماخن موريتس اس جبت اين يونجن هايست موريتس موريتس زول الس ماخن يعني المفروض يعمل كل حاجه جوه الكلاس اوردن سوهم دي ارجنت دي فيرمن اي امبراتي طب تعالوا نشوف هيعمل ايه مع صوفيا صوفيا زوخت ايرين شاغر صوفيا بتدور على الشاغر طيب المفروض موريتس هيعمل لها ايه؟ يا هنختار دي موريتس موريتس صوفيا اين شيغ يبقى برينج هنا هنا مديني الفيرب وبيقول لك استخدميه في الامبراتيف برينج صوفيا اين شيغ طيب موريتس باي ناديا هات كاينن تاشن ريشنر يبقى موريتس هيعمل ايه؟ يا موريتس انا دلوقتي الليرر وبطلب من الموريتس يساعد ايه ناديا موريتس ها هقول له ايه بيتر اينن تاشن ريشنر فير ناديا بيقول لي هولن هول اينن تاشن ريشنر فير ناديا زوبر alles verstanden اوكي weiter نمبر 3 مريم braucht ein lineal مريم braucht ein lineal ها موريتس Bring Miriam ein Lineal, bitte. Nummer 4. Schauen wir Nummer 4 mal an. David findet sein Lesebuch nicht. Findet sein Lesebuch nicht. David beschleunigt den Kitab der Kroatien. Ich habe Moritz gemacht. Ja, richtig. Moritz. Ich habe Moritz gemacht. Moritz hat eine Sache gemacht. Such das Lesebuch von David. Wir haben das Verb عندنا suchen. Wir haben es gerade in der Formel. اللي استخدمه نمبر 5 دومينيك زوخت دي بيبليوتيك دومينيك زوخت دي بيبليوتيك بيشوف بيدور على المكتبه مش عارف هي فين موريتس هيقول له ايه يا انا هقول ايه لموريتس موريتس سايك دومينيك دي بيبليوتيك لو سمحت وريله المكتبه فين في هايست داس وورد اوف دوتش انا بقى هسال موريتس واقول له قول لي في هايست داس وورد اوف دوتش يبقى معايا هتسي زاك Das Wort auf Deutsch. Alles klar? Ja. Weiter. Ihna hina bnamel Wiederholung auf Nominativ und Akkusativ. Okay? Ich suche den Kugelschreiber. Kugelschreiber. Yibqa hina taban mana ghammada andi den yibqa aljumla di im Akkusativ. Tayyib. Der Marker schreibt gut. Der Marker schreibt gut. Hä? Der Marker hier ist das Objekt. So, dieser Satz steht im Nominativ. Das Lineal hier ist nicht teuer. Das Lineal hier ist nicht teuer. Ja, ist auch Nominativ. Wie findest du das Buch? Wie findest du das Buch? Ja, Akkusativ. Brauchst du den Taschenrechner? Ja, Akkusativ. Ich habe hier den und brauchen macht immer Akkusativ.
Ich kaufe den Spitzer. Ja, kaufen macht auch Akkusativ und den Spitzer hier im Akkusativ. Der Bleistift ist neu. Der Bleistift hier ist das Objekt und dieser Satz im Nominativ. Warum? Wir verwenden hier das Verb sein. Neuer Verb sein, Zarrat meist. Wir haben im Nominativ. Das Heft ist zu klein. Ja, auch Nominativ. Ich habe keine Mabe. Haben macht immer Akkusativ. Hier ist ein Mädchen. Hier ist ein Mädchen. Taban sein Nominativ. Hoffentlich alles ist klar. Okay? Ich gebe Arena. Dann machen wir die Übung Nummer 17. Die alte Stadt, Schule, in Ausbau. Ergänze den Text. Unsere Schule heißt, wie heißt die Schule? Ja, Altstadt. Und liegt in? Eisenhener Ort. Wo ist das Ort? Ja, Ausbau. Wir sind eine kleine Schule. Wir haben 480. Ja, Tora, ich habe andere Räume und Tamanin. Lehrerinnen und Lehrer oder Schülerinnen und Schüler? Ja, Schülerinnen und Schüler. In der Tabellen, die Tullab, die können auch Tarnen und Allein. Und 43? Ja, hier sind die Lehrerinnen und Lehrer. Die Schüler und Schülerinnen sind zwischen, hier sind die 11 Jahre alt, Amarum. Ja, Tara Amarum hat eine Winkel, die kennt. Akin, ein Hot, Rakam, Säure, Aul, Baden, Kibir. Hier sind die Uhr, 10 und 16. So. Der Unterricht, die an der Welkali hat, beginnt 7.55 Uhr. Und endet 15.30 Uhr. In unserer Schule gibt es eine. Was gibt es in der Schule? Na, ja, gibt es eine Mensa. Ich kann es nicht sagen, Mensa. Ich kann es nicht sagen. Da, 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 الغداء مثلا يبقى تسومي تاك معناها في اللانش دا اسم ديا تسومي تاك ليه؟ بل عشان اما خمي تاك جبس في رشيدنا عشان بعد الظهر بيكون عندنا في رشيدنا ايه؟ ها؟ ايه الحاجة اللي بتبقى عندهم؟ كورس كورسات ايه الكورسات بتكون في ايه؟ سبورت واس اوخ انفورماتيك موزيك تمام Wir lernen zwei, ma arafsch hier eh, Englisch und Französisch. Jeba, Fremdsprache. Super. Jetzt die Hausaufgabe, Seite 11, Übung 15, Seite 73, Übung 17, Seite 74, Übung 19. Dankeschön.